Professor Dr. Rotrad Berner, wie entwickelt sich die Sexualität im Lebenszyklus? Also die klassische psychoanalytische Entwicklungslehre geht davon aus, dass sich Sexualität bis zu einem Höhepunkt, den wir die genitale Reife nennen, den könnte man auch anders nennen, man könnte es auch anders definieren, aber dass wir bis zu einem gewissen Höhepunkt verschiedene Phasen durchmachen. Und da wird unterschieden die orale Phase, wo es ums Kuscheln geht, ums Gehaltenwerden, ums Gestreicheltwerden, auch ums Küssen. Dann gibt es die anale Phase, wo also mit der Muskulatur gespielt wird, sozusagen greifen und reuten und loslassen und streicheln und zwicken und beißen und kratzen etc. Dann kommt die phallische Phase, wo man sich herzeigt, wo man protzt. Dann kommt die ödipale Phase, die ist meistens sehr bekannt, wo es ums Rivalisieren geht und andere austricksen. Dann kommt so die Phase der Latenz, wo die Gruppenbildung, das sich Einordnen in der Gemeinschaft das Wesentliche ist. Ja, und dann kommt eh schon die Pubertät mit den Stürmen der Hormonausschüttungen. Und dann sollte man eigentlich genital reif sein, das heißt eine Person wählen können, mit der man leben will. Und da hat sich in den letzten 100 Jahren die Sichtweise total geändert, weil früher hat man gesagt, es ist neurotisch, wenn jemand wesentlich Älteren oder wesentlich Jüngeren will, sehen wir heute nicht mehr so. Oder wenn jemand nur auf Exoten fliegt aus einer anderen Kultur, sehen wir halt auch nicht mehr so streng etc. Oder homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell, autosexuell. Es gibt so viele Formen. Also da sind wir heute sehr weit im Blickwinkel. Warum? Weil wir wissen, dass unheimlich viele Leute in dieser ersten Phase, in der Kuschelphase hängen geblieben sind. Also was soll's? Ja? Das, was wichtig ist, ist, wenn wir zum Beispiel Partnerverluste haben oder betrogen werden, verwitwen, geschieden, wie auch immer, krank werden, besteht immer eine Möglichkeit, dass man in eine frühere Phase zurückfällt. Und dass man dann zum Beispiel sich total auf Sport schmeißt, das würde der analen Phase mit der Muskulatur entsprechen, oder nur mehr aufs Essen, das wäre dann die orale und so weiter. Und das muss man einfach wissen, weil wir sind alle zusammengepuzzelt aus all diesen Dingen, je nachdem, welche Erfahrungen wir wo gemacht haben und wie unsere jeweilige Umwelt das bewertet. Weil es hat Zeiten gegeben, da war es unheimlich wichtig, dass man hart ist und gestellt und alles aushält. Das sieht man heute nicht mehr so, wenn wir sagen, oh Gott, die Leute haben wir genug gehabt. Das sind dann die strengen, grausamen. Wir wollen lieber Menschen, die balanciert sind, die beides drauf haben, nicht Leute, die andere runtermachen und verletzen, sondern die einfühlsam sind, aber trotzdem sich auch verteidigen können. Woran liegt es, dass in unserer Gesellschaft Sexualität im Alter überhaupt kein Thema ist? Naja, also es ist ja schon immer ein Thema gewesen, nur halt ein tabuisiertes, weil wir brauchen ja nur zum Beispiel so in die Commedia dell'arte schauen oder so, wo dann so die lüsternen Alten ihr Mündel unbedingt heiraten wollen, oder Figaros Hochzeit, wo sie dann herausstellt, dass die Frau, die unbedingt den Figaro heiraten will, seine Mutter ist und ähnliches. Also es wurde vielfach in Komödien thematisiert, aber wirklich fair und partnerschaftlich bearbeitet ist es ja heute auch noch nicht. Und das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, wir werden heute viel älter als früher. Daher, wenn man rechnet, in Mitte des 19. Jahrhunderts war die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau bei 35, 40 Jahren. Heute sind wir bei 80 bis 100. Ja? Das heißt, es stellt sich die Frage heute erst. Das Zweite ist natürlich, dass es damit zu tun hat, wie ist jemand in der Familie eingebunden. Die Familien lösen sich auf. Wir haben heute ganz andere Familienbegriffe. Das ist eine Herausforderung an die Politik. Aber dann gibt es noch ein Thema. Wenn wir über Sexualität reden, kriegen wir Gefühle. Es gibt nur Leute, die es abwehren, und Leute, die es aushalten. Wir kriegen Vorurteile. Das heißt, es hängt davon ab, wo bin ich positioniert. Für, nehmen wir an, eine lesbische Frau, ist es eine hohe Herausforderung, wenn eine heterosexuelle Frau glücklich ist und deutlich vermittelt, dass sie Männer mag. Muss man rechnen, kriegt man eine unter die Gürtellinie.
Umgekehrt ist es so, dass zum Beispiel heterosexuelle Männer gerne homosexuellen Männern unter der Gürtellinie wehtun. Psychoanalyse sagt, das ist Abwehr eigener Bedürfnisse nach Nähe und das hat wieder mit dem eigenen Vater was zu tun. Haben wir in unserer Entwicklung gelernt, einfach zu unterscheiden, liebevoll miteinander umzugehen, ohne gleich zu glauben, man muss ins Bett hupfen miteinander. Das fehlt, haben wir nicht gelernt, müssen wir erst lernen, sind wir gerade dabei. Wie haben Sie diesen Altenpflegekongress hier in Bruck an der Mur empfunden? Ich bin natürlich sehr beeindruckt von der perfekten Organisation und von dem wirklich wunderbar konzipierten Programm. Im Vergleich zu anderen Kongressen würde ich sagen, weltstädtisch. Ja, also das, so ein Kongress kann sich sehen lassen. Bin neugierig, was nächstes Jahr für ein Thema gibt. Vielleicht kann ich auch wieder was beitragen.